heute möchte ich dir zeigen, wie du mit dem großen Pizzazauberer Plus und dem Pizzaschieber wunderbar knusprige Pizza backen kannst. In meinem Fall ist es ein süßer Flammkuchen, aber es ist egal, wir hatten Lust auf was Süßes. Wichtig ist, den Pizzaschieber, bevor man Teig ausrollt, mit einem Mehl zu bestäuben, der richtig schön gleitet. In meinem Fall ist es Maismehl. Es ist nur eine Seite wird bemehlt und dann ziehe ich einfach den Teig mit den Händen. Man kann natürlich mit dem Teigroller ausrollen, aber da mein Teig schön weich ist, kann ich das mit den Händen wunderbar ausziehen. Und da die Äpfel sehr stark saften, mache ich so einen kleinen Rand drumherum. Und anschließend kontrolliere ich, ob mein Teig schön gleitet. So hin und her schieben. Und dann kommt der ganze Belag. Und hier ist es egal, ob man Tomatensauce und Salami, wie auch immer, ob das jetzt Pizzaflammkuchen oder wie in meinem Fall süßer Flammkuchen ist, mache ich einfach mal den Belag drauf. Backofen sollte mit dem Pizzazauberer schön vorgeheizt sein. Und dann gleite ich meinen Teig da drauf und hole es auch mit dem Pizzaschieber raus. Super knusprig und fluffig und total lecker. Viel Spaß beim Ausprobieren und guten Appetit. Und jetzt zeige ich dir, wie du mehrere Pizzen mit nur einem Pizzaschieber hinbekommst. Wichtig ist, Maismehl zu nehmen, Teigling ordentlich zu mellen bzw. auch immer wieder kontrollieren, dass es nicht haftet. Und dann mit einer präzisen, aber mit ruckartigen, schnellen Bewegung einfach so zack und auf den Pizzaschieber zu schieben. Bisschen zurecht zupfen und dann ausbacken. Fertig ist die leckere vegane Pizza. Und jetzt wünsche ich euch guten Appetit und viel Spaß beim Nachbacken.